Hallo zu Kickoff, dem Magazin der Erfurt Indigos. Unser Gast ist der Chefcoach Steffen Willing. Hallo. Hi. Ihr hattet jetzt ein bisschen Pause, habt ein bisschen Urlaub machen können, Kraft tanken vor dem letzten Match. Genau, der ein oder andere hat ein bisschen Urlaub gemacht, unter anderem ich auch. Ist natürlich auch für die Vorbereitung so ein Thema, was man berücksichtigen muss, ne? Weil dadurch natürlich auch nicht alle im Training waren, aber die Energie ist wieder da. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns vorzubereiten noch aufs Spiel und die werden wir nutzen. Es steht an das letzte, ich sag mal, reguläre Spiel dieser regulären Spielrunde. Ein Heimspiel gegen Leipzig, aber austrudeln ist nicht. Magdeburg, genau. Leipzig, also wir haben das letzte reguläre Saisonspiel, aber austrudeln ist nicht. Erstens, Magdeburg ist ein starker Gegner, die letzten Jahre immer stark gewesen, auch dieses Jahr ein starker Gegner. Und wir brauchen einen Sieg, um der Relegation und einen Abstiegsplatz zu entgehen. Und von daher ist das Ziel, am Wochenende gegen Magdeburg zu gewinnen, das letzte reguläre Saisonspiel zu gewinnen und damit die Saison vollständig für uns zu beenden. Sollte das nicht klappen, folgen noch zwei Spiele im September Relegation, wo es darum geht, wer in der Regionalliga verbleibt. Ja, du hast es schon angedeutet, dieser letzte Spieltag ist eigentlich sehr, sehr spannend, bis auf die Jena, für die ist alles vorbei. Aber sowohl Leipzig, die gegen Jena spielen, als auch ihr und auch die Magdeburger müssen eigentlich alle gewinnen, um ihr Saisonziel zu schaffen. Genau, also im Endeffekt die Konstellation ist aktuell so, Magdeburg hat am Wochenende gegen Dresden gewonnen. Dadurch ist Dresden nicht sicher auf dem dritten Platz und kämpft mit uns noch um Platz 3 und Platz 4. Wir würden mit einem Sieg gegen Magdeburg am Wochenende den dritten Platz erlangen und damit über Dresden stehen. Magdeburg und Leipzig kämpfen untereinander aber noch um den ersten Tabellenplatz. Magdeburg spielt gegen uns, braucht den Sieg für den ersten Tabellenplatz. Leipzig spielt gegen Jena, braucht den Sieg für den ersten Tabellenplatz. Also in der ganzen Liga noch genug Spannung drin. Richtig, also für Spannung ist gesorgt. Magdeburg, kein Lieblingsgegner von euch. Ich formuliere es mal so. Magdeburg war immer ein schwieriger Gegner. Die sind seit Jahren richtig gut gewesen. Wenn wir am Wochenende eine Chance haben, beziehungsweise wenn wir eine Chance haben zu gewinnen, dann ist es dieses Wochenende, weil sie dieses Jahr tatsächlich Probleme haben. Anhand der Ergebnisse, die sie bisher hatten. Richtig, die haben auch zu kämpfen gehabt. Ja, ist die Frage natürlich, Sonntag, ja, wann geht's los? Samstag 15 Uhr hier in der Essener Straße. Wir werden diesmal ein bisschen alternatives Catering anbieten müssen, weil aktuell aufgrund der Trockenheit Grill- und Feuerverbot an den Spielstätten in Erfurt ist. Da werden wir uns noch was zu einfallen lassen. Da reden wir gerade drüber, was es gibt. Es wird was geben. Die Frage ist halt nur, was wir machen, weil wir halt nichts grillen können. So. Aber da gibt es noch genug Alternativen, die man irgendwo anbieten kann. Ansonsten 15 Uhr. Wir werden wieder gucken, dass wir eine Hüpfburg da haben. Wir werden wieder eine familiäre Atmosphäre haben und hoffen, dass trotz Schuleinführung und warmem Wetter so viele Zuschauer wie möglich den Weg zu uns finden und das letzte Saisonspiel und hoffentlich auch das letzte Spiel dieses Jahr mit uns zu feiern. Ja, also an alle Football-Freunde und die, die vielleicht auch noch gar nicht sich damit beschäftigt haben, ein interessantes letztes Spiel und auch die letzte Chance, eventuell dieses Jahr Football zu sehen in Erfurt. Gibt es sonst noch neue Nachrichten von euch? Aktuell gibt es keine neuen Nachrichten. Ich wünsche mir, dass es die letzte Chance ist, dieses Jahr Football in Erfurt zu schauen. Gut, dann drücken wir euch die Daumen und schließen uns dem Wunsch an, hoffen, dass es funktioniert. Ergebnis lesen kann man bei euch und bei uns, Sportnet Erfurt. Dann gutes Gelingen. Bis demnächst. Vielen Dank. Ciao. Werdet Teil der Indigos. Komm vorbei.